Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat einen Post auf X, ehemals Twitter, veröffentlicht, in dem er seine Anerkennung für seinen Doktorvater, den renommierten Harvard-Professor Amartya Sen und dessen Frau Emma Rothschild ausdrückt. Dieser Beitrag sollte eigentlich Lob und Respekt für die Arbeit des Professors verdienen, der 1998 den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt. Stattdessen waren die Reaktionen in den Kommentaren von antisemitischer Hetze geprägt, insbesondere aufgrund des Namens Rothschild, der oft als Anlass für Verschwörungstheorien genommen wird. Ein besorgter Nutzer fasste die Kommentare unter Lauterbachs Post als an Ekelhaftigkeit schwer zu überbieten zusammen. Lauterbachs Antwort darauf: Das ist leider wahr. Viele Querdenker scheinen auch antisemitische Gedanken zu haben.